Die neue Serie von Nabo 7500, die wollen wir euch heute im Video vorstellen. Was es damit auf sich hat, was dieser Fernseher alles kann, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Meine Damen und Herren, Technikbauer präsentiert das brandneue Modell von Nabo, die Serie 7500, die gerade auf dem Markt erschienen ist. Und dieses Teil wollen wir uns heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Vorerst in der Größe 43 Zoll wird es dieses Modell auch in den Größen 50, 55 und sogar 65 Zoll erhältlich sein. Die Verarbeitung kann sich hier sehen lassen, nämlich mit einem ultraschmalen Rahmen, der hier wirklich sehr schmal ist, also ein ganzes Bild hat man hier. Genauso wie ein Standfuß, der nicht aus Kunststoff ist, sondern aus Metall und gleichzeitig auch noch drehbar ist, was sich hier wirklich sehr, sehr viele gewünscht haben. Das Ganze rundet das Design diesen tollen Fernsehers ab, der auch noch 5 Jahre Garantie von Werk aus besitzt. Auf der Rückseite finden sich hier folgende Anschlüsse. Wir haben hier zweimal HDMI, ein Netzwerkanschluss, der SAT-Anschluss, der Kabelanschluss, ein optischer Anschluss, ein Komposit und man glaubt es gar nicht, sogar ein VGA für die ganzen alten PCs ist hier auch noch vorhanden. Das heißt, ihr könnt euren Computer, falls dieser keinen HDMI-Anschluss hat, hier noch mit VGA anschließen. Das bauen die wenigsten Hersteller. Hier bei Nabo habt ihr das noch immer vorhanden. Seitlich befindet sich ein weiterer HDMI-Anschluss, genauso wie zweimal USB. Und zu guter Letzt findet man noch den CI-Schacht für ein Modul für verschlüsselte Sender. Der Fernseher ist, wie sollte es auch anders sein, natürlich ein Smart-Fernseher mit jede Menge Apps wie YouTube habt ihr drauf, genauso wie Netflix. Dann habt ihr natürlich auch Amazon Prime. Und jede Menge andere Apps stehen euch hier auch zur Verfügung. Was hier aber interessant ist, für die ganzen Gamer, sogar Twitch ist hier vorinstalliert. Also es mangelt nicht an Apps. Die besonderen Merkmale des Nabo Serie 7500 sind JBL-Lautsprecher. Dadurch, dass der Fernseher immer dünner wird, leidet ja auch der Klang. Hier ist es nicht so, wie gesagt, JBL-Lautsprecher. Dann haben wir die Funktion MEMS. Diese Abkürzung steht für Motion Estimate Movement Compensation. Das bedeutet, bei schnellen Bewegungen solltet ihr euch einen Actionfilm oder ein Fußballmatch anschauen, gibt es hier kein Flimmern und keinen Nachzieheffekt. Und zu guter Letzt HDR Micro Dimming für ein noch satteres Schwarz und natürlich für ein kristallklares Bild. Doch schauen wir uns mal die ganzen technischen Daten an, die der Fernseher hier besitzt. Das wichtigste Augenmerk sind natürlich die 5 Jahre Garantie, 4K, dann hat er einen Triple Tuner von Satellit, Kabel und ein terrestrischer Tuner in HD ist genauso dabei, HDR, Micro Dimming, dann haben wir hier 1200 Clear Motion Picture und sogar in Super Resolution Upscaling. Wie schon erwähnt, die MEMS-Funktion für einen schnelleren Übergang oder einen flüssigen Übergang bei schnellen Bewegungen, Smart TV und HBB TV, Amazon Alexa ist genauso an Bord wie MediaShare DLNA, das heißt, ihr könnt hier euer Smartphone spiegeln, ein JBL Soundsystem, Dolby Digital Plus, dreimal HDMI, zweimal USB, ein CI-Adapter, ein AV-Eingang, und wie schon erwähnt, VGA für die alten Systeme, für die PCs, genauso wie LAN und WLAN und Bluetooth. Und damit kommen wir auch schon zu einem Fazit. Der Nabo 7500 besticht durch ein tolles Design, eine sehr gute Verarbeitung, eine vor allem wertige Verarbeitung mit dem Drehfuß, mit dem VGA-Anschluss. Und besitzt auch noch andere tolle Funktionen wie das JBL Soundsystem, Micro Dimming und die zahlreichen Anschlüsse. Wo ihr das Ganze kaufen könnt, natürlich im gut sortierten Fachhandel.
Habt ihr dazu Fragen? Dann verwendet doch unser Technikbauer Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.